So, meine Damen und Herren, wir kommen zur letzten Runde im Premium Cup. Die machen den Meisterball. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der letzte. Nee, der letzte hat Kim Yu. Gut, der letzte könnte Yu haben. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Alter, ich habe einfach nur Mewtwo gebraucht. So, und er hat ein paar Ausweichpokémon. Tja, so ist das halt manchmal, stimmt's mich nicht? Nächste meine Hand, ne? Mein Finger. Mein Zeigefinger. So, wir nehmen YouTube wie immer. Warte mal kurz, Zeit. Dann nehmen wir noch Kaputops auf jeden Fall. Und einfach noch Zapdos. Let's fetch, Alter. Zapdos nehmen wir einfach nur rein, falls der Bonona rein ist mit Schaufel. Welcher Trainer wird heute den Sieg nach Hause tragen? Ganz einfach. Wir dürfen gespannt sein. Donnerblitz. Ein kraftvoller Angriff. Ein wirklich kurioser Blitzstart. Das nenne ich einen Blitzstart. Welch furioser Blitzstart! Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Bulnona! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Nimmt er Konfusion oder nimmt er Toxin? Keine Ahnung. Was nun? Wird mich ohne stören. Dampfhammer! Ach ja. Konfusionsstrahl. Das war ein Konfusstrahl! Konfusstrahl. Alter Schwede. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Was passiert jetzt? Deine Spezialattacke ist am Boden. Was ist das? Das war eine Schwachstelle. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer. Holy shit. Das hat aber jetzt viel zu tun. Ich tausche mal. So. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Baba. Ringfrei für Kabuto. Es klemmt sich in den Boden. Was für ein Arsch. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Zum Glück habe ich Zapdos mit. Der darf anfangen! Willst du mich ver- Alter, Digga! Wie zur verfickten Hölle kann der Typ anfangen? Komm, treff! Sehr schön. Donnerblitz! Ein guter Treffer! Oh, ist das das Ende! Alter, wie zur verfickten Hölle, Alter! Das ist ja der Wahnsinn! Für Ibita. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Boah, ich bin gerade über Mappes. Nee, einfach kaputt, Ups. Sie begegnen das ist sich ja ein Gesteins-Pokémon. Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück. Deswegen zocken die Attacken nicht viel. Keine Normalattacke, keine Flugattacke und ja. Das ist halt ein Gesteins-Pokémon. So. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Okay, da hat er wahrscheinlich Bodycheck, Bohrschnabel,
wahrscheinlich fliegen. Ja, und das war's schon. Also ich denke, dass er die 4 Attacken hat. Kann es sein, Alien jetzt ein bisschen herauszögern, so, indem er halt Fliegen und sowas nimmt? Bodycheck, okay, der bleibt dabei. Was ist das? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Aber ich bin ganz ehrlich, der Bodycheck zockt doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Genau auf die Schwachstelle. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Die Jagd geht weiter, Leute. Die Jagd geht weiter. Das ist ja wild. Flamara Quana Blitzer. Das ist ja heftiger Shit. Okay. Da bin ich echt ein bisschen überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Definitiv nicht. Einfach dasselbe Team jetzt rein. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Der nimmt wahrscheinlich Donnerwelle. Energiefokus. Ach stimmt, die kennen ja alle Energiefokus. Fuck, der könnte Nadelrakete nehmen. Ein kraftvoller Angriff. Das wäre gar nicht gut, muss ich sagen. Das wäre richtig scheiße. Okay, dein Donnerblitz. Was nun? Das war ein Wunderpunkt. Ist ja klar. Wegen Energiefokus. Hier ist der Angriff. Komm, zieh. Oh, ist das so spielt man. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Springfrei für Flamara! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Flamara ist nicht so schnell. Wie ich es mir gedacht habe. Flamara ist nicht so schnell. Ein harter Treffer! Ach, schwerer Treffer! Alter, Leco Mio, was ist das denn? Na, dann wechsle ich. Die Scheiße tue ich mir nicht an. Da wechsle ich aber. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon wechselt den an. Ringfrei für Kabuto. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Das hat geflattert. Es ist am Boden. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Pinsir. Pinsir kann keine Dingsattacke. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Ich könnte Geowurf nehmen. Der Kampf ist nun sehr einseitig. So. Es pumpt sich auf. Na gut, er kann die Schlitzer nehmen. So. Was ist das? Geowurf kann er nehmen. Geofrisur kann ich da oben. Volle Attacke. Wird das ein Ruf? Das wäre ein wahres Spannungsfeuerwerk. Überroller. Ach du Scheiße. Fuck, daran hab ich gar nicht gedacht. Dieser Wichser. Daran hab ich nicht gedacht, dass die Überroller noch... Oh, fuck. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Was für ein Wichser. Sie begeben sich in Kampfposition. Ringfrei für Gastos.
aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Dann jetzt sterben. Die Luft brennt vor Spannung. Was nun? Mitten ins Schwarze. Alter, was ist denn hier los? Burschnabel. Wow, volle Kanne auf die Fresse. Wow, auf die Bretter. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Kleine Wichser. Jetzt bin ich wegen denen Dings verloren. Nächstes Erleben. What? Okay, da kackt die Partei für den Dragon. Okay. Interessant auf jeden Fall. Interessant. Scheiße. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! Will mich doch ficken, der Typ! Was dat denn? Vollständig paralysiert. Ein sehr rasanter Kampf. Ey, was für ein Scheiß! Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Geofissur. Oh, die Attacke ging dann nicht. What? Willst du denn mir ernsthaft sagen, dass jedes Pokémon von denen in K.O.-Attacke kann, oder was? Sind unterschiedlich. Sie begegnen sich in Kampfposition. Ein Pokémon wechselt den Hals. Galoppa. Ringfrei für Bravo-Kern. Ah! Das Taurus könnte auch Geofrisur haben. Das Nidoking könnte Geofrisur haben. Hätte schon mal 3 Punkte mit Geofrisur haben könnten. Arbok in der Geofrisur haben? Bei Trauran will ich jetzt gar nicht. Was nun? Ein guter Treffer! Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? 5 Pokémon bei. Oh, fuck, ich muss gucken, nach, ob Trauran Hornbogen lang kann. Ach, fuck, stimmt! Rizoros könnt ihr, Taurus könnt ihr auch Hornbohrer lernen. Der andere Trainer wechselt ebenfalls das Pokémon. Ringfrei für Arbok. Genug Geofrisur. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Dann tausche ich lieber. So. Ein weiterer Pokémon-Wechsel. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! Giftblick. Ein furchtbarer Giftblick. Oh, es ist paralysiert. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Scheiße. Die Frage ist, wechselt der Typ jetzt oder wechselt der Typ ne? Sie begegnen sich in Kampfposition. Säure. Was ist das? Ach, schwerer Treffer. Zum Glück zockt die Attacke in der Wiel. Kommt Zapdos. Was geht ab?
Warum machst du den Kind Volltreffer? Verdammt. Sie schenken sich wirklich nichts. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Was nun? Seine Verteidigung ist gefallen. Burschnabel. Kämpfer macht sich bereit. Die Befehle wurden erteilt. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? So. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Fuck! Ich könnte kotzen, ey. Der Typ macht mich wahnsinnig. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Sie begeben sich in Kampfposition. Wow! Ziel verfehlt! Hier ist der Angriff. Ja! Nur noch dieses Drecks-Diktri kann Geofrisu gegen mein Zapdos nicht einsetzen. Das letzte Pokémon betritt den Ring. Noch ein Stupser und das war's. Es geht einfach nicht. Ich hoffe einfach nur, dass das scheiß Diktri einfach keinen Steinhagel kann, sondern nur Body Slam. Bedeutet, ich muss nur einmal einen Angriff setzen können. Einmal. Und die Sache ist durch. Die Befehle wurden erteilt. Fuck, das kann Steinhagel. Was nun? Bitte treffen. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Hab das. Oh, Baby, du bist der Mech! Wie kommt denn das? Mitten ins Schwarze. Alter Schwede, oh, Bruder muss groß. Ist das Ende? Das war's. Der Kampf ist vorbei! Okay, okay, okay. Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Fucking Lamus. Wechsel ich natürlich schon zu Mewtwo. Oh, ein plötzlicher Pokémon-Wechsel. Ring frei für Mewtwo. Ich wahrscheinlich abheben nehmen. Ne, Psychokinese. War nicht sehr effektiv. Alter, das war ein Fliegenschiss. Beide sind sehr vorsichtig. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was nun?
Fuß. Donnerwelle. Für den Arsch, Diggi! Hat die Frau getauscht, oder tauscht er, ne? Ne, der bleibt drin. Scheiße. Was passiert vielleicht jetzt? Der tauscht, deswegen habe ich die Genese genommen. Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Es ist vollständig paralysiert. Gut, ich hätte eine getroffen. Sie schenken gut, sich wirklich nicht. Donnerblitz. Was ist das? Das war ein Wunderpunkt. Was geht ab? Perfekter Treffer! Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie begeben sich in Kampfposition. Hinkrei für Aquana! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Gucken, was der nimmt. Wahrscheinlich Hydro-Pumpe. Was anderes wäre ja komplett kernbehindert. Was nun? Ein guter Treffer! Richtig wild! Donnerblitz! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Echt nicht schlecht, dass der so hier. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit! Dass der Typ quasi so viel ausgehalten hat. Was passiert jetzt? Ich hätte nicht gedacht, das zockt mehr. Ging daneben. Es regeneriert Kraftpunkte. Jetzt bin ich wieder fast voll. So. Tja, man muss auch manchmal Glück haben. Body Slam. Ach du Scheiße. Was ist das? Ja, ein Treffer. Zum Glück zockt das nichts. Es ist vollständig paralysiert. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Guck, woher brauchst du denn den reinnehmen? Was geht ab? Sie verfehlt. Wie kommt denn das? Eine sehr effektive Attacke. Ja, du? Wirklich? Ja. Bist du auch damit, Daddy? Sie schenken sich wirklich nicht. Ja. So, falsche 1000 sollte nämlich die jetzt Kämpfer nur Psychokinese. Ne, bleib drin. Was nun? Ach, schwerer Treffer. Psychokinese. Gündisch. Rums. Oh, ist das das Ende? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Kennen Sie? Ringfrei für Nidoking. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Das Problem ist, wenn der Erdbeben nimmt, ist es sehr tief gegen meinen Computer. Sie starren einander an. Jetzt. Ein guter Treffer. Es regeneriert Kraftpunkte. So, das mache ich jetzt nochmal und ich bin fast voll. Immer intensiver. Sie begeben sich in Kampfposition. Stärke. Was ist das? Ja, ein Treffer. Sehr schön. Es regeneriert Kraftpunkte. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Was geht ab? Ein guter Treffer. Ah! Genau auf die Schwachstelle. Das gefällt mir. Aber das muss man wissen, bitte. Das ist halt. Das ist halt One-Hit, das mit Psychogenese. Nee, ich guck das nie wie nett überlegen. Stimmt's mit Tweets?
dir dein extra Leben. Nice. Ich bin schon bei 2. Stinkest du schon wieder? Okay, wir bleiben klar bei Mewtwo. Das auf jeden Fall. Nehmen wir rein auf 100%. Und dann gehen wir noch auf. Zapdos. Geht sowas. Zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die fünfte Runde. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Psychokinese! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oh, schade. Wie wird der Trainer reagieren? Seine Spezialattacke ist am Boden. Das war ein Volltreffer? Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Das ist ja wild. Heftiger Shit. So sieht es aus. Genau auf die Schwachstelle. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. Ringfrei für Kabuto. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Hier ist der Angriff. Nein, das sieht gar nicht gut aus. One hit. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für den Doktor! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Wow! Barriere. Es verbessert seine Verteidigung. Ein sehr rasanter Tag. Aber nur die Normalverteidigung, oder? Stimmt schon. Nur die Normalverteidigung. Das hat gebrettert. Es ist am Boden. Das war der Kampf ist vorbei. Dritte Sieg. Also das dritte Extra-Leben quasi. Nice. Weiter geht's. Okay. Sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Die erste Attacke. Ein guter Treffer. Krass. Seid schnell, oder? Dass es so viel zuckt. Wie wird der Trainer reagieren? Flachkörper. Ach, schwerer Treffer. Ein sehr rasanter Kampf. So. Volltreffer wäre nice. Was nun? Ja, ein Man kann Treffer. Alles haben. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk.
Psychokinese. Robs. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie begeben sich in Kampfposition. Ringfrei für Lapras. Es muss jetzt einiges wettmachen. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Jetzt Vollwerfer. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Was geht ab? Ein guter Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. Es regeneriert Kraftpunkte. Was nun? Ein guter Treffer. Fuck. Die Erde bebt. Bei ich kann überlegen, das ist die Lapras Originalfarbe. Ein Stück Lapras ist normalerweise ein bisschen dunkler. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer. Was ist das? Das hat gebrennt. Das ist der reine Zucker. Das ist the way of life. Ich hoffe, ein Pokémon, was ich besiegen kann mit meinem irgendein anderes Pokémon, was ich mitgenommen habe. Ringfrei für Dazenia. Okay, ich glaube, da kann ich mal Rizeros schon mal knicken. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ich werde wahrscheinlich Rasierblatt oder irgendwas nehmen, der Richtung. Geht ab! Mitten ins Schwarze! Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? So! Jetzt ein geschmeidiger Volltreffer und die Sache ist geritzt. Hier ist der Angriff! Scheiße! Perfekter Treffer! Wenn Maima ihn braucht. Hat er keine starre Spur oder so? Das war eine Schwachstelle! Komisch. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Oder Toxin oder Schlafpuder oder irgendwie sowas in der Richtung. Burschnabel. Eine sehr effektive Attacke. Oh, ist das das Ende? Das war's. Der Kampf ist vorbei. Das kann der Vogel-Dude. Boah, da kann der alles mögliche drin haben. Jetzt Garados, Traumfahren, Glurak, legendären Vögel. Okay, alle legendären Vögel. Holy shit, Alter. Alter, da muss ich komplett los. Scheiße. Okay, das ist heftig. Schon mir einfach die ersten drei rein. So. Let's fetz. Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträglich. Oh, die ist richtig unerträglich. Zum Glück habe ich eine Donnerattacke. Mal gucken. Frisch gegrillt. Donnerblitz. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Tot. Das nenne ich einen Schlecht-Sieg! Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Mama. Sie halten sich. Wäre natürlich witzig gewesen, wenn er alle drei legendären Vögel mitgenommen hätte. Das wäre cool gewesen. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Was nun? Nein, das ist nicht. Was anderes wäre auch eine Beleidigung gewesen jetzt. Was passiert jetzt? Muss ich sagen. Ein guter Treffer.
dass ein legendärer Vogel stirbt. So. Selbst wenn es ein Volltreffer gewesen wäre. Das. Wie kommt denn das? Ja, ein aber muss sagen, der hat einen Donnerblitz ausgehalten von vollgepumpten Mewtwo. Was Volltreffer war. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Not bad auf jeden Fall. Schade. Der aktuelle Stand ist 3 gegen hätte der noch Zapdos mitgenommen, ey. Das hätte ich gefühlt. Gut, Rizoros kann ich schon mal knicken einzusetzen. Was ist das? Eine sehr effektive Attacke. Was? Blizzard. Was geht ab? Ach, schwerer Treffer. Ich gehe weiter auf Torfliege. Ein sehr rasanter Kampf. Sagt du, es ist ein bisschen dunkel. Ein dunkles Blau. Nice. Es ist am Boden. Der reine Zucker. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Lutsch. Das ist alle drei Dinge damit gehabt. So. Alter, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild auf jeden Fall. Der Chefstrainer. Ja, der hat wirklich Mew. Ich glaube, der hat letztes Mal auch Mew gehabt bei dem 100er. Okay. Kann das gehen? Ich nehme alle Fälle Mew. Tu rein auf jeden Fall. Dann Zapdos. Und dann. Kaputt-Ups. Jetzt fetzt. Der wird einen Film Mew haben. Definitiv. Die Frage ist halt bloß, wann wird er Mew kommen? Jetzt kommt so ein Mew komplett raus. Kokoball. Sie begegnen sich in Kampfposition. Oh, ein plötzlicher Pokémon-Wechsel. Ring frei für Mew. Die erste Attacke. Ein guter Treffer. Okay. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. So. Okay, ich darf anfangen. Schöner Volltreffer. Donnerwelle. Es hätte ich das ge... Alter, jetzt könnte ich in die Zukunft sehen. Irre. Die schenken sich wirklich nicht. Ich bleib bei Eisstreu. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Was ist das? Ja, ein Treffer. Krasse Scheiße. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. So. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Was geht ab? Deine Spezialattacke ist am Boden. Es ist vollständig paralysiert. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Alter Schwede. Was nun? Das war eine Schwachstelle. Ja gut, also das Mew haben wir schon mal weg. Auf jeden Fall. Erfrischend Eisstrahl. Ja, ein Treffer. Oh, ist das Ende. Gut, also das haben wir schon mal besiegt. Pokémon ist nun an der Reihe. Sie begeben sich in Kampfposition. Ringfrei für Ritter. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Scheiße. Die Befehle wurden erteilt. Ich muss das Rizoros noch besiegen. Erdbeben! Ein böser Treffer. Uff!
Nice try an der Stelle. Tja, jetzt kann ich Mewtwo locker besiegen lassen. Ich nehme dann einfach Zapdos gegen Kukuwai, Burschnabel, zweimal, der ist tot. So, bevor der Typ mir jetzt einen Treffer setzt, bevor ich das Pokémon eingetauscht habe, lass ich lieber besiegen. Ich rede sowas, welchen Eintausch da geben. Kabutops, kann zwar Hochreißstrahl und Schlitzer, aber... Schöner gepflegter Volltreffer. Ein kraftvoller Angriff. Lecker. Verheerend. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer. Das ist doch trotzdem ordentlich, muss ich sagen. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ah, ich bin einfach der Beste. Burschnabel.